Vielen Dank, Frau Kollegin. Das Wort hat nun für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Dr. Frank Brodel. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren und sehr verehrte Gäste, die bisherigen, die alten Rahmenbedingungen des Deutsch- als Zweitspracheunterrichts mussten ja durch die Flüchtlingskrise seit 2015 an die Grenzen stoßen. Zu wenige Lehrer, überlastete Lehrer, Angebote, die die Schüler nicht immer dort abholen, wo sie stehen und nicht zuletzt, und das kam bis jetzt noch nicht in der Debatte vor, bei immer mehr Schulstandorten, die DAZ-Zentrum sind, kippte das Verhältnis zwischen Mutter- und Nicht-Muttersprachlern immer mehr, sodass von Integration dann nicht mehr ernsthaft die Rede sein konnte. Ich bleibe mal bei dem Punkt, bei dem letzten genannten Punkt, denn es ist ja doch schon eine widersprüchliche Situation, wenn wir einerseits Flüchtlinge möglichst dezentral im Land verteilen, auch um Integration überhaupt erst zu ermöglichen, und zugleich werden dann an einzelnen Schulen DAZ-Zentren geschaffen, sodass Flüchtlingskinder zusammen mit Migrantenkindern oftmals eine viel zu große Gruppe bilden, um Integration dann noch möglich zu machen. Ja, es ist so, der Migrationsanteil liegt an einigen Schulen bei über 50%, und so kann natürlich Integration nicht gelingen. Das Gegenteil passiert dann. Genau dies haben Ende letzten Jahres auch Elternvertreter der Sönd-Genissen-Schule in Glinde öffentlich gemacht. Und die Glinder Schule ist eben kein Einzelfall. Insbesondere die größeren Städte stehen vor diesen Herausforderungen. Ja. Ich war in Glinde, ich habe Kontakt aufgenommen, und es war ein mutiger Schritt von den Eltern, dass sie das gemacht haben. Und sie haben ein Problem benannt, das bis dahin nicht benannt war. Das kann man doch zur Kenntnis nehmen. Und das wurde ja auch zur Kenntnis genommen. Die Ministerin Prien hat da Besserung eingeleitet, und natürlich nicht nur für die Glinderschule, sondern insgesamt für die gesamte DAZ-Situation. Mit den DAZ-Zentren an zu wenigen Schulen leistet man letztendlich sogar einer Ghettoisierung Vorschub. Und nochmal, so wird Integration verhindert. In einem überschaubaren Rahmen einer Klassengemeinschaft kann man hingegen sehen, wie Integration gelingen kann, wenn dann die Voraussetzungen gegeben wären. Beispiel: in einer Stammklasse mit höchstens 2 oder 3 DAZ-Schülern würden Kinder die deutsche Sprache aus eigenem Antrieb quasi nebenbei lernen. Und übrigens auch schon in der Basisstufe. Das wird Ihnen jeder Pädagoge bestätigen. Wenn diese Gruppe nicht zu groß ist, dann werden die Kinder Deutsch sprechen lernen, weil sie sprechen müssen. Das gilt natürlich nicht, wenn es zusätzliche Beeinträchtigungen gibt. Der Förderbedarf vieler DAZ-Schüler ist allerdings aufgrund der Lernrückstände ganz erheblich und ganz ohne Frage. Diesen Bedarf muss selbstverständlich in geeigneter Weise entsprochen werden. Und die Lehrer packen die Probleme auch an, und unter dem Motto, wir holen die Schüler da ab, wo sie stehen, gehen die Lehrer dabei an die Grenze des Leistbaren. Mit über 200 zusätzlichen DAZ-Lehrkräften und der Verlängerung der sogenannten DAZ-Option im Vorbereitungsdienst für Referendare um 2 Jahre stehen jetzt also Ressourcen zur Verfügung, um die DAZ-Lehrer stärker als bisher zu entlasten. Wir begrüßen deswegen den Vorschlag von Jamaika, Alphabetisierungskurse in zusätzlichen Lerngruppen anzubieten. Denn nur mit einer spezifizierten Alphabetisierungsdidaktik lässt sich die deutsche Sprache auch effektiv lernen. Die Forderung der Jamaika-Koalition, in den DAZ-Zentren nun zusätzlich aber auch Mathematikkurse einzuführen, lehnen wir ab. Stattdessen sollten wir Lernrückstände durch spezifizierte sonderpädagogische Förderungen verringern, sollten angegangen und dadurch verringert werden. Die Lehrkräfte an den Grund- und Gemeinschaftsschulen brauchen also mehr Sonderschulpädagogen, um den gestiegenen sonderpädagogischen Förderbedarfen von allen Schülern gerecht werden zu können. Bin mir durchaus bewusst, dass Sonderpädagogen nicht vom Himmel fallen und dass sie an unseren Schulen leider noch fehlen. Und mit der Einrichtung einer zusätzlichen Sonderschulprofessur ist aber ein erster Schritt getan. Mit der Gesamtinitiative, die DAZ-Angebote zu verbessern, und mit den neu geschaffenen Personalstellen im DAZ-Bereich kommt man aber mit Sicherheit noch rechtzeitig, bringen wir rechtzeitig Bewegung in die Sache. Und deswegen hat meine Fraktion dem Antrag im Ausschuss auch zugestimmt. Darüber hinaus fordern wir aber die Landesregierung auf, weitere Planstellen im Bereich der Förderschulen zu finanzieren, an den Grund- und Gemeinschaftsschulen gegebenenfalls eine Doppelbesetzung mit jeweils einem Sonderschullehrer anzustreben und DAZ-Klassen oder besser
dass Maßnahmen, wann immer möglich, an jeder Schule einzuführen, damit Integration gelingen kann. Vielen Dank.